Hallo und herzlich willkommen zurück zu Haskell. Diesmal machen wir Folds, also Falten von Funktionen, beziehungsweise mit Funktionen, von Listen eigentlich. Ja, das ist ein etwas komplizierteres Thema, also schaut euch eventuell das Video zwei oder dreimal an. Ja, fangen wir direkt an. Also, wir wollen quasi Folgendes machen. Wir wollen eine Liste aufsummieren, also jedes Element darin aufsummieren. Wenn wir die leere Liste haben, ist es logischerweise 0. Wenn wir hier irgendwelche Elemente haben, dann ist es logischerweise x plus die Summe aus xs. So, was man jetzt gesagt hat, okay, dieses Schema kommt einfach so häufig vor. Wir nehmen einen Wert, machen irgendwas damit und machen das dann noch mit dem Rest der Liste. Ja gut, und was man jetzt halt gesagt hat, ist, man nimmt dafür einen Fold. Ein sogenanntes Falten kann man auf zwei Arten machen, rechts oder links falten. Ich zeige euch gerade einfach mal die Summenart, das zu machen. Man sagt hier, Sum 2 ist gleich Fold R Operation ist Plus. Ja, Klammer zu. Und Startwert ist 0. Okay, also wir fangen an, wir nehmen 0. Und dann addieren wir das rechteste Element, also das letzte Element der Liste drauf. So, und dann haben wir hier unseren neuen Startwert. Also den Wert, den wir hier 0 hatten, der ist jetzt überschrieben worden mit quasi dem rechtesten Element. Wir haben 0 plus das rechteste Element gerechnet. Dann rechnen wir das, was hier rauskam, als wir das 0 plus rechteste Element gerechnet haben, mit dem zweitrechtesten Element und so weiter und so fort, bis wir ganz vorne sind. Mit Fold L ist es genau umgekehrt, da fangen wir halt links an. Da rechnen wir dann 0 plus das linkste Element, also das erste, plus das danach folgende und so weiter und so fort. Und die Operation ist halt jedes Mal plus. Wenn wir jetzt hier aber was anderes haben möchten wie mal, dann müssen wir das nicht hier umschreiben, sondern schreiben einfach mal hier ein mal rein. Da kann natürlich jeder beliebige Ausdruck drin stehen. Ich werde euch da auch noch gleich ein paar praktische Anwendungen zeigen. Achtung, wenn wir hier mal rechnen, dann sollte hier nicht unbedingt die 0 stehen, sondern dann sollte hier eine 1 stehen, weil wenn man mal mit der 0 rechnet, dann kommt auf jeden Fall immer 0 raus. Was man jetzt machen könnte, wir haben ja schon die Länge einer Liste berechnet und da kann man jetzt einfach sagen, Length, keine Ahnung, wie viel wir jetzt mittlerweile sind, Length 3 von der Liste einfach XS schreiben. Ist gleich so, und jetzt falten wir von rechts oder links, ist wurscht. Wir addieren und wir fangen bei der 0 an. So, und jetzt wollen wir hier natürlich noch unsere Liste haben. Naja, das Problem ist aber folgendes: Wenn wir jetzt hier alle Elemente aufsummieren, dann haben wir hier die Summe und nicht die Länge der Liste. Okay, was machen wir also? Wir wollen für jedes Element genau 1 drauf addiert haben. Also sagen wir hier, wir mappen jedes Element aus der Liste. Und da seht ihr mal wieder, man kann Lambda-Ausdrücke ziemlich gut gebrauchen. Man könnte es auch mit einem Where machen, aber so ist es irgendwie ja, eingängiger. Wir mappen jedes Element aus der Liste XS auf die 1. Also wir sagen einfach, ab sofort stehen nur noch 1 in der Liste, wo vorher irgendwelche Elemente standen. Dabei wird die Liste nicht überschrieben, sondern das ist einfach eine neue Liste sozusagen. Und dann addieren wir die ganzen Elemente auf. Logischerweise kommt dann die Länge bei raus. Totaler Magic-Trick. Ist natürlich auch echt cool. So, was man jetzt aber noch machen kann, man könnte natürlich auch noch anders vorgehen. Also hier haben wir jetzt diese Liste tatsächlich benutzt. Man könnte auch einfach sagen, wir nehmen die Länge. Jetzt machen wir noch ein 4 draus. Length 4 XS. Und sagen, okay, wir falten, aber mit einer anderen Funktion. Und hier fangen wir wieder bei 0 an und ups, ich habe hier XA geschrieben, das tut mir furchtbar leid. Und hier XS. So, und jetzt wollen wir aber eine andere Funktion haben. Und zwar nehmen wir uns eine Funktion her, die einfach immer einen Wert um 1 erhöht. Okay, also sagen wir Lambda x. Und dann sagen wir noch einen zweiten Wert rein, nämlich ein n. Und dann bilden wir ab auf n plus 1. Und das war es dann auch schon wieder. So wird jetzt quasi immer um 1 erhöht. Und so sieht man jetzt auch, wie man hier Lambda-Terme mit zwei Parametern benutzen kann.
Das wollte ich euch nämlich auch schon lange mal zeigen. Und berechnet genauso gut die Länge. Also ihr seht, man hat in Haskell für ein und dieselbe Operation keine Ahnung, wie viele Möglichkeiten. Sehr ähnlich zu Fold ist eine sogenannte Zip-Width-Funktion. Das ist so sogenanntes Reißverschlussverfahren. Wir nennen es einfach mal Zip-Width 2. Also Fold möchte ich mit euch nicht implementieren, das ist ein bisschen komplizierter. Zip-Width tut Folgendes. Wir kriegen eine Funktion f, wir kriegen eine Liste xs oder x Doppelpunkt xs. Wenn wir einfach nur eine Liste kriegen, fangen wir mal im Basisfall an. Wir kriegen eine Liste, wir kriegen noch eine Liste. Die Klammern hier kann man natürlich. Ups, was habe ich jetzt getan? Die Klammern kann man natürlich weglassen. Wir kriegen eine Liste, wir kriegen noch eine Liste und dann kommt einfach die leere Liste raus. Beziehungsweise vor allem, wenn das hier die leeren Listen sind. So, und jetzt haben wir hier ZipWith 2. Wir haben eine Funktion, wir haben eine Liste aus x und xs, wir haben noch eine Liste aus y und ys und wir sagen, okay, das ist Folgendes. Wir wenden die Funktion f auf x und y an und dann kommt das alles in eine einzige Liste und wir zippen den ganzen anderen Kram wieder. Also zipwith f, xs und ys. So, und das kommt jetzt alles wieder hier in unsere ZipWith rein. Das heißt, wir führen quasi diese Funktion f, das ist auch so ähnlich wie Map, die sind alle irgendwie ähnlich zueinander, nur dass man halt für jeden Fall, wo man was brauchen könnte, das Richtige hat. Man fügt einfach hier, führt f mit den Parametern x und y, also den Parametern von der Liste, von jedem Teil der Liste, also quasi der erste wird immer mit dem ersten ausgeführt und der fünfte wird immer mit dem fünften Teil der anderen Liste ausgeführt. Ja, die werden einfach miteinander ausgeführt und hinten dran wieder gehängt. Problem ist dann natürlich folgendes: Ich führe das hier gerade mal aus. Wo haben wir es? Folds. Ach, wir haben einen Fehler. Natürlich, Summe gibt es schon. Ja, das scheint irgendwie der häufigste Fehler zu sein. Hier so: Folds. Ah ja, und hier unten haben wir natürlich schon Summe 2 deklariert gehabt. Blöd gelaufen. Jetzt aber. So, wenn wir jetzt hier ZipWith aufrufen und damit Folgendes machen. Wir sagen ZipWith. Also da gibt es natürlich auch eine vorgefertigte Funktion. Wir haben sie ZipWith 2 genannt, weil es ZipWith 1 schon gab. Dann haben wir hier eine Funktion. Wir sagen jetzt einfach mal, okay, was machen wir damit? Wir wollen eine Funktion, die mit zwei Parametern arbeitet, also Lambda x und y, soll abgebildet werden auf, keine Ahnung, sagen wir mal was Leichtes, x plus y. Da hätten wir auch einfach hier plus schreiben können. Aber damit ihr mit dem Lambda vertraut werdet, machen wir das mal so. 1, 2, 3. Und als letzten Parameter 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und was jetzt hier passiert ist, das wird nur so lange aufgerufen, also diese Funktion hier, solange auch wirklich ein x und ein y da sind für beide Seiten. Wenn jetzt die eine Liste länger ist als die andere, dann haben wir das Problem, dass dann einfach abgeschnitten wird. Also es wird quasi hier nur drei Elemente genommen. Wäre jetzt diese Liste hier natürlich auch 6 lang, so wie die hier, dann wird es auf allen ausgeführt werden, aber das ist es leider nicht. Das ist natürlich ein Nachteil, da muss man immer dran denken, wenn man die irgendwie benutzt. Ja. Ein schönes Beispiel ist natürlich, was man hier machen kann, die Hamming-Distanz. Ja, man kann hier sagen Folgendes. Hamming-Distanz ist ja, wenn man, ich schreibe es gerade mal aus, Hamming-Distanz ist natürlich quasi der Abstand der Wörter, also wie viele Buchstaben unterscheiden sich. Das kennt ihr vielleicht, ne, kennt ihr gar nicht. Braucht man immer mal wieder ein bisschen. So, also die Hamming-Distanz ist definiert, wie viele Buchstaben ändern oder wie viele Buchstaben sind unterschiedlich. Okay, da haben wir eine nein, XS und eine YS und dann sagen wir, also XS und YS sind dann einfach die beiden Wörter. Strings sind ja nichts anderes wie Listen aus Charaktern.
Logischerweise. So, und dann sagen wir einfach, wir summieren das alles auf. Ja, und dann sagen wir hier ZipWidth Unterschied von den XS und den YS. Dann müssen wir natürlich noch den Unterschied hier definieren irgendwie. Aber da wir hier mit ifs arbeiten müssen, wäre es vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir das auslagern. Also in ein where natürlich, ganz auslagern können wir es ja nicht. So, Unterschied von x und y, weil wir ja hier mit x und y arbeiten. Also nicht mehr mit der ganzen Liste, sondern nur mit einem Element. Das ist ja das Tolle dran. Wenn x gleich y ist, dann ist der Abstand 0. Und ansonsten ist der Abstand 1. Okay. Also, und jetzt können wir das Ganze schon ausführen. Dann können wir hier zum Beispiel Hamming-Distanz über. Ja, wir können es natürlich auch einfach über Zahlen machen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, und jetzt kommt was ganz Komisches bei raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da ist natürlich die Hamming-Distanz komplett vollständig. Alles ist anders. Und zwar liegt es daran, dass wir einfach an einem anderen Buchstaben angefangen haben. Wenn wir jetzt hier aber 1, 3, 4, 5, 6 machen, dann haben wir nur einen Unterschied. Und das ist nämlich dieser erste hier. Was hinten raus noch passiert, ist völlig wurscht. Wofür das Ding eigentlich gedacht war, ist ja eigentlich für Zeichenketten. Da kann man hier einfach schreiben, Hallo und Hallo und Hallo. Das ist dann natürlich auch die Hamming-Distanz 1, weil sich ein Buchstabe unterscheidet. Okay. So, und das ist das Schöne eben an unserem ZipWidth. Damit kann man eben ganz gut diese Funktionen hier irgendwie kombinieren. Ja, das war's dann auch schon wieder für heute. Wir sehen uns wahrscheinlich dann beim nächsten Mal. Da machen wir dann was Witziges, nämlich unendliche Listen, wie man die produziert und wie man sie eben irgendwie auswertet. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.